Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. Hast du was gefunden? Was kennst du da? Ja, wow, die Uniform. Okay, alles klar. Kumpel. Hat mir das nicht schon gecheckt? Ach so, ja, nee. Ich habe nochmal hier raufspielen müssen, weil er das hier oben nicht gespeichert hat. Und ja, also ich frage mich halt immer noch, warum wir uns da jetzt verwandelt haben. Aber ja, ist was ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier rauf müssen. Bord muss erst an uns vorbei, um zu seinem Schiff zu kommen. Beeilen wir uns. Ah, ich hatte recht, dass wir hier wieder runterkommen. Aber... Falls dich jemand sieht, fliegt unsere Tarnung auf. Wegen der Tarnung. Hä, aber... Ich werde doch jetzt seine Tür nicht aufmachen können, oder? Oder doch? Gute Idee, BD. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, es geht doch. Moment, die sind jetzt alle freundlich. Warum? Möchtest du versuchen, ob du etwas aus ihm herausbekommst? Richtig. Erhalten Sturmtruppler ein Resistenztraining, von dem ich nichts weiß? Das ist nur was für Idioten. Ja, das ist genau mein Problem damit. Er sieht nicht an sein Funkgerät. Versucht's nochmal. Vielleicht verhört er gerade den Jedi. Meinst du, der lebt noch? Denweg sagte neutralisiert, nicht tot. Ja, stimmt. Aber Leben. Geh weiter, ich will mit deinesgleichen nichts zu tun haben. Kommt er dir bekannt? Bitte was? Ja, ein bisschen. Warum hat die Inquisition sie hergeschickt? Weil die ISB versagt hat, müssen wir eure Arbeit für euch erledigen. Ich vermute, die ISB wurde von Terroristen unterwandert. Vielleicht bist du einer von ihnen. Was war das? Lächerlich. Ganz offensichtlich ist die Sicherheit dieser Basis nicht mehr gewährleistet. Das werde ich Lord Vader melden. Ja, mach du nur. Unglaublich. Es ist ein riskanter Schachzug von Denwig, die Inquisitoren in ihrem eigenen Spiel übertrumpfen zu wollen. Lass uns kann ich hier raus? Wie kann ich Ihnen helfen? Gäste, ich habe einen Termin. Und worum geht es bei diesem Termin? Wir überwachen Sie. Wir glauben, der Eindringling war nicht allein. In meiner Schicht ist niemand rein oder rausgekommen. Ich muss einen Sicherheitsdruiden rufen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Schickt einen Sicherheitsdruiden runter. Ist das notwendig? Ich kann keine Ausnahmen. Ich bin jetzt schon spät dran. Lassen Sie mich sofort durch. Das geht nicht. Nicht ohne Sicherheitsfreigabe. Lassen Sie mich durch. Dann lege ich bei Denwig ein gutes Wort für Sie ein. Ein gutes Wort bei Denwig? Ja. Sie können passieren, Officer. Okay. Keiner von euch hat was mitgekriegt davon. Alles klar. Oh, hi, Kleiner. Sei auf alles gefasst. Das ist hier sowas wie ein Aufenthaltsraum oder... Nee, das sind die Quartiere. Und mich raten, wir müssen da rein. Häng dich rein. Erst nicht hier. Sehen wir uns um. Er hat die ganze Zeit Informationen über uns gesammelt. Es sieht aber schon geil aus. Also... Schöner Ausblick. Es erinnert mich halt voll an diese Wohnungen beim allerersten Star Wars, also Episode 1, wo sie da, wie hieß denn dieser Planet, wo alles voller Wasser ist, wo sie halt die ganzen Klone erschaffen. Genau an das erinnert mich das, also das Zimmer hier. Oh. Es ist okay, mein Schatz. Ich weiß. Nur du und ich, Kata. Hm? Nur du und ich. Boots Tochter. Und ihre Mutter.
So, wir speichern hier mal. Fähigkeiten will ich jetzt keine zuweisen. Was denn? Was bist du scannen? Ach da. Hey, Cutter. Ich werde bald zu Hause sein. Kann's kaum erwarten, dich zu sehen. Ich bringe dir auch etwas Hübsches mit. Nettes Schlafzimmer. Das kann man hier verdunkeln. Ein Datastick. Sieht uralt aus. Mal sehen, was drauf ist. Wo tue ich den rein? Ach, hier. Yeah. Okay. Was gefunden? Das ist das Holo, das Dagon sich angesehen hat. Und da wäre er wohl. Entschuldigung. Ich... Du hast mich erschreckt. Du musst Cutter sein. Ich bin Cal. Und das ist BD1. Schön, dich kennenzulernen. Wo ist dein Vater, Cutter? Er sagte, ich soll parken gehen. Du arbeitest nicht hier, oder? Nein. Du bist die Erste, die das erkannt hat. Bist du wirklich ein Jedi? Ja. Das bin ich. Ich muss weitermachen. Ich finde meine Mookie-Puppe nicht. Tja, dann helfen wir dir suchen. Ist das Mookie? Sieht mir ähnlich, oder? Ein wenig. Ich habe ihn von meiner Mama. Cutter. Hat dein Vater dir gesagt, wohin er dich bringt? Es sollte eine Überraschung werden. Aber du warst früher hier, als ich erwartet hatte. Komm her, Cutter. Papa, was ist los? Das ist mein bester Freund. Wir haben gestritten, aber das lässt sich klären. Oder, Cal? Da ist ja Mookie. Du warst ein Jedi? Tja. Wie hast du die Auslöschung überlebt? Der Rat hat einige von uns in den Klonkriegen dem Geheimdienst zugewiesen. Mit dem, was ich dort gelernt habe, bin ich verschwunden. Ich habe mich versteckt. Konnte niemanden trauen. Kommt dir das bekannt vor? Genau. Aber dann traf ich eine unglaubliche Frau. Deine Mama. Eines Tages war ich mit Cutter Besorgungen machen. Dann kam die Nachricht. Komm nicht nach Hause. Inquisitoren. Sie suchten nach mir. Meine Frau... verschaffte uns Zeit zur Flucht. Ich konnte nicht ewig weglaufen und schloss einen Handel. Denwig versteckt uns so lange, Papa nützlich bleibt. Du hast uns von Anfang an belogen.
Tenelor war ein Ausweg für beide unserer Familien. Aber du wolltest es dem versteckten Pfad geben. Einem Haufen von Fremden? Und du wolltest tausende unschuldige Leben opfern, nur um dich selbst zu retten. Du bist ein Monster, Boat. Nein. Ich bin ein Vater. Als ich sie zum ersten Mal hielt, sah ich die gesamte Galaxis in ihren Augen. Du kannst das nicht verstehen. Dafür verstehe ich Verrat. Und dass du mich hergelockt hast, um diese Basis auszuschalten. Richtig? Tja. Das Imperium zu bekämpfen, macht dir keiner nach. Lauf, Katja! Lauf! Ah, das war zu erwarten, dass das so ausgeht. Er ist bewaffnet! Er schießt ihn! Tötet diesen Jedi! Oh. Maut! Du bist los aus dem Pack! Und doch. Was drücke, damit Kerl sich seine Dunkel. Ist das gut? Okay. Holy shit, das geht ja mal ab. Ich muss mich beeilen. Ich weiß nicht, ob man das mit der Dunkelheit so oft machen soll. Moment. Nope. Jungs, tut mir irgendwie echt leid. Eigentlich auch irgendwie nicht. Toll. So, geh in die Luft. Dankeschön. Ah, fuck. Gut, hätten wir das. Weiter hier. Oh, geil. Ja, genau. Okay, können wir das wieder beenden? Dankeschön. Okay, mach mal auf die Tür. Alter, immer das auf der Seite, ey. Oh, tschüss. Komm, stirb. Was hätten wir? Ja, also der Plan hat ja gut funktioniert, dass wir das hier alles... Du kleiner Arsch. Gut, wunderbar. Mach mal hier auf.
Soll ich überhaupt... Ah ja, super Droide. Alla! So geil, echt. Hey, Carl. Ich empfange jede Menge Funkverkehr. Bist du okay? Ja. Wenn er entkommt, wird er spurlos verschwinden. Hey, Barrett, hast du das gehört? Barrett, oh, speichern. Danke. Der Verräter darf nicht entkommen. Wir kommen zu spät. Wir müssen zurück zur Mantis. Guten Tag. Das gesamte Personal, regelt sich hier vorne. Alla. Das ist doch bestimmt ein Nachspiel. Wenn ich da die Macht hier nutze. Wo muss ich... Baron! Cal! Warum bist du hier? Was denkst du denn? Ich rette dich! Du, es geht eigentlich ganz gut ohne Rettung. Ich würde jetzt auch gern darüber. Oh! Okay, einmal heil. Ja, genau. Okay, das war's, mir reicht's. So, nächste Ebene. Oh. Guten Tag. Okay? Ja, nichts wie weg hier. Vermutlich hier breiter, oder? Nö. Ach, nö, echt jetzt. Ausgang. Okay, jetzt gibt's Stress. Jetzt geht drauf. Haha, geil. Wo ist Boat? Sie sind weg. Er hat seine Tochter geholt und den Kompass. Ich war nur die Ablenkung. Was?
Verdammt! Na los, Jedi. Tu es! Tu es! Lieber du als Lord Vader! Wer ist das? Er hat Bord auf unser Team gehetzt. Nein, du es nicht. Dachte eigentlich... Dover. Fear! Alle sind tot, nur wegen ihm! Cal! Genau das will Boat. Ich weiß, das tut weh. Aber das bist nicht du. Das Imperium hat uns schon genug genommen. Ich werde dich nicht auch verlieren. Wirst du nicht. Komm zu Mantis. Stell den Inquisitoren Grüße von mir. Sag mal, da wo du jetzt... Ich bin okay. Okay, ja, wir können da lang gehen. Mach dir wegen mir keine Sorgen. So, was haben wir hier denn Schönes? Aber ich dachte halt voll, der hätte ihn halt umgebracht. Und dass er von ihm auch das hier hat. Naja, okay. Oh, okay. Hier geht's nach oben. Hm, Waffen. Abkürzung. Ah. Okay, alles klar. Alles in Ordnung? Ja, glaub schon. Was war das? War das... Ich weiß nicht, was das war. Wenn du es wieder spürst, sag's mir. Das werde ich. Gut. Hm, ja, ich glaube, ich sollte mit dem wirklich sparsam umgehen. Moment. Was kann ich da untersuchen? Eis. Das erinnert mich an Illo. Ach so. Wir haben viel durchgemacht, was? Ja gut. Tschüsskowski. Na endlich. Ich habe mir Sorgen gemacht. Moment, lass mich ran. Er hat wieder gegen die ganze Basis gekämpft. Allerdings. Okay, Kerl. Wir wissen nicht, wo Boat ist. Wir haben keinen Kompass. Sei bitte ehrlich, ich werde es ertragen. Haben wir verloren? Ein Kompass ist noch übrig. Wenn ihr das hier hört, wisst ihr, wo ich ihn gelassen habe. Sollte der Kompass weg sein, verzweifelt nicht. Was ist das? Es ist nicht bloß ein letzter Abschied. Es gibt noch einen anderen Weg nach Tenelor. Aktiviert die Anlagen und richtet sie dann auf die Koordinaten in dieser Nachricht aus. Da ist ein Kontrollzentrum. Wenn wir die Anlagen ausrichten, können wir einen Kurs durch den Abyss kreieren. Moment, nur damit ich es richtig verstehe. Du willst, dass ich die Mantis durch einen Nebel fliege, der Schiffe frisst, in einen winzigen Tunnel, den 200 Jahre alte Tech freigelegt hat? Ja. Ja. Okay, bin dabei. Ja, okay, wow. Das heißt, wir haben den Schlüssel eigentlich die ganze Zeit schon gehabt. Ja, dann fliegen wir mal wieder. Brechen wir auf. Hier hin. Wie können wir überhaupt so sicher sein, dass dieses Experiment funktioniert? Können wir nicht. Können wir nicht. Wir starten also ein paar Anlagen, wofür auch immer die gut sind, machen ein Loch in den Abyss und fliegen durch? Tja, so könnte man es sagen. Okay. Okay. Ja, geht bestimmt schief. Wie immer. Haben wir jetzt die Uniform dauerhaft an? Ich meine, irgendwie steht's ihm, ne? Ob ich... Moment mal, das muss ich mal ausprobieren. Ob ich da irgendwie farbtechnisch was anpacke... Moment mal, war das nicht in... War das in dem Menü? Nee. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Ja, nee, Matma. War das ja nicht an der Werkbank. Modifikationen sind immer sinnvoll. Bei dir Werkbank. Kampfstile, Blaster. Hä, wo konnte ich mich denn...
Wo war denn das? Jetzt bin ich gerade so doof, das zu finden. Oder geht's nicht, weil ich hier drin bin? Ah, nee, Moment. Jetzt weiß ich wo. Müsste, glaube ich, hier reingehen. So. Ausruhen, Medizin. Nee, auch nicht. Kampfstile, ausruhen, Boni. Hä? Konnte ich mich denn jetzt anpassen? Das gibt's doch nicht. Fotomodus, Datenbank, taktischer Leitfaden. Probier das, wenn ich unter dem Planeten bin. Ist gerade komisch. So. Bin da. Besten Dank, ich gehe. Och nö. Was wird das Outfit an? Okay, nochmal probieren. Inventar, Kopfgeld. Nee. Das war nur die Karte. Okay, zum Thema Karte. Moment dabei. 249 Meter nach unten? Wie komme ich denn da hin? Moment mal. Was sagt er denn da im Geschrieb? Datenbank, taktische Leitfaden. Richte die Anlagen auf Holokarte anzeigen. Ja. Okay. Moment. Das ist das, wo ich schon mal. Das ist doch nicht das gleiche, oder? Halt. Cobra, lad mal bitte. Oder ist es das? Ne, das ist da hinten. Wo hast du denn Eingang? Hier ist was. Da. Der andere Eingang. Wie komme ich da hin? Ne, doch, das ist das, wo ich schon mal gewesen bin. Gut. Dann gehen wir hier nochmal rein. Mensch, das ärgert mich jetzt. Wo war denn das mit dem Anpassen? Kann doch nicht so doof sein. Ausruhen, Fähigkeiten, Training, Boni. Naja. Wieso kann ich keine Schnellreise machen? Gut, dann keine Schnellreise. So, ein bisschen schneller. Das kann es doch nicht sein. Ach doch, da anpassen. Kerl anpassen. Frisur, Bart, Jacke. Hallo? Streuner. Okay. Ist nicht dabei. So, moin. Lange nicht mehr auf dem Mount gewesen. Die Richtung, glaube ich. Alles klar. Ups. Das war einmal so viel. Tut mir leid. Auf der Karte kurz orientieren. Hallo? Karte?
Ach so, das ist... Ja, wir müssen direkt nach links. Kommen wir da irgendwie... Ja, ohne Mount. Okay, wo ist der Eingang? Noch weiter links. Ich meine, da jetzt um die Ecke. Ah, ja, da. Autsch. So, einmal da rein. Ja, doch, das ist genau. Der imperiale Funkverkehr ist sehr aktiv, Kleiner. Wie läuft's bei dir? Hab soeben das Kontrollzentrum erreicht. Ich gebe Bescheid, falls ich Ärger kriege. Willkommen, ich bin Santari Cree, die Leiterin dieser experimentellen Anlage. Die Sicherheitsprotokolle verlangen einen Mitarbeiter vor Ort, solange die Anlagen aktiv sind. Grease, wenn keiner von uns zurückbleibt, muss jemand hier die Anlagen aktivieren. Oh ja, sicher. Ich frag mal rum, ob hier jemand so halsbrecherisch ist. Dörgel vielleicht? Gar keine schlechte Idee. Also ich fand die Idee jetzt nicht so schlecht. So. Hab uns ausgeruht. Okay, ich bin bereit. Oh, dieses eine Rätsel da. Oh, was macht's denn ihr hier? Was machen die hier? Ja? Eine Rede. Nice. Okay, wisst ihr was? Das ist mir zu doof. Davon kommt noch mehr. Gut. Waren das jetzt alle? Oh, was zum... Komm her. So nicht, mein Freund. Kann ich hier... Naja, natürlich nicht. Alter, nein, 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 nein. Nein, 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 Alter, nein, 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 heilig! Diese scheiß Drohne! Alter, lauf, 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 lauf! Ey, warum bin ich denn jetzt so schlecht? Sag mal, warum setzt dieser scheiß Fokus an? Ah, was soll denn der Scheiß? Was war denn das jetzt? Mann. Ah. Ganz Spaß nochmal. Jetzt.
Komm, 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 komm. Nice. Alter! Hallo, Steam! Ein ordentlicher Treffer! Gib mir Deckung! Hab etwas Zeit! Alter, das kann's doch nicht sein! Wenn wir verlieren, dann ist es meine Schuld! Du bist dran! Alter! Lass mich hier raus! Er ist so gut wie erledigt! Alter! Sag mal! Es sind jetzt nicht die schwersten Gegner. Normalerweise. Aber ich schaff's halt da jetzt drauf zu gehen. Alter Scholli. Ich glaube, ich darf da hinten einfach nicht reingehen. Vor allem mit diesen Feuerdinger. Gut. Okay, ich muss hier weg. Schnell, 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 schnell. Hallo. So, ihr zwei nervt's auch. Okay, Mr. Feuer muss unbedingt sterben. Hallo, hallo, hallo. Okay, und jetzt dieses Arschloch da. Alla! Gib mir einen PD! Ey, ich hasse die Dinger. Okay, und jetzt gehen wir auf Rage-Modus. Oh boy, ich habe so gar keine Lust. So, sonst noch wer? Ja, natürlich! Alla! Das reicht nicht, um mich aufzuhalten. Ah, doch. Alter! Stim! Wirf mal her! Dankeschön. Echt jetzt? Alla. Hilf mir bitte. Ich falle zurück.
Wow. Vielleicht hat Bord ihnen gesagt, dass wir kommen. Ja gut, er hat es ja gewusst, also von daher. Aber dass wir uns da draußen schon abgefangen haben. Das sieht vielversprechend aus. Ja, mal schauen, ob es diesmal funktioniert. Ich war da ganz am Anfang ein bisschen zu früh hier drin. Alle Anlagen sind online. Jetzt müssen wir sie nur noch aktivieren. Cree muss die Anlage bei der Evakuierung abgeriegelt haben. Aber das wird uns nicht aufhalten. Unser Ziel ist das Studium des Abyss und der sogenannten Kobo-Materie. Mit Wellentechnologie konnten wir teilweise Kobo-Materie auflösen und dadurch tiefer in den Abyss vordringen. Was erwartet uns in dem Kobo-Abyss? Kommt mit mir, dann entdecken wir es gemeinsam. Leitet auf dem Beobachtungsdeck die Ausrichtung ein. Eines oh, wir fahren nach oben. Okay. Sie hat an alles gedacht. Was passiert hier? Ach so. Mensch, das Fensterputzen ist schon ein bisschen länger her hier. Ist auf? Nein. Jetzt? Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, was du nicht sagst. Bitte fahr jetzt nicht einfach wieder nach unten. Oh. Oh, sie! Sie, du hast es geschafft. Grace hat gesagt, sie brauchen Unterstützung. Und hier bin ich. Ein weiter Weg. Sicher nicht einfach. Ich mag 200 Jahre alt sein, aber ich bin frisch wie ein Padawan. Erstaunlich. Oh, Kerl, das ist schlichtweg erstaunlich. Kannst du die Anlagen starten, wenn wir in Position sind? Oh, ich warte nur auf Ihren Befehl. Es wäre mir eine Ehre, den Traum von Meisterin Cree erneut wahr werden zu sehen. Für deine Meisterin. Wirklich so einfach? Oh. Okay. Aber die ganzen Sachen müssen ja wieder abgeschaltet werden, weil sonst das Imperium fliegt ja danach. Ich meine, das kann man nicht übersehen, das Ganze hier. Gut, okay, hier geht's jetzt runter. Moment, fährst du jetzt? Zeit für Mantis zurückzukehren, Kumpel. Dann fliegen wir durch den Abyss. Ich bin davon auch nicht begeistert, aber es ist der einzige Weg nach Tenalor. Das ist eine lange Liftfahrt. Okay. Okay, da werden wir. Das ist wirklich lange. So. Mal schnell rüber. Wehe, die tauchen jetzt nochmal auf. War da was? Ich höre irgendwas. Aber ich sehe nichts. So, wir könnten noch mal in den Bereich hier reinschauen, ob da noch irgendetwas ist. Nö. Okay. So, meditieren. Ja, ausruhen und Fähigkeitspunkte, soll man das schon machen? Ich glaube, ich gehe mal auf Überleben. Moment, nicht so schnell. Jetzt sieht die Zeit. Ja, das machen wir mal. Gut. Hätten wir das. Perfekt. Gut, liebe Leute. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir Schluss. Wir sind wieder an der Zeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die vorletzte Episode ist oder ob noch ein bisschen mehr kommt vom Content her. Also es gibt jetzt die nächste Episode, klar, nach Tenalor.
Aber dann ist die Frage, wie es weitergeht. Wie viel es da noch hat. Ich hätte irgendwie nur Bock auf die Kantine-Gespräche auf jeden Fall. Hm. Und wir müssen ja eine Story noch fertig hören. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Oder sogar ein Abo. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, dann könnt ihr sogar Kanal Mitglied werden und mich dabei unterstützen. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.